Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen am Sonntag, den 1. Oktober. Das wäre eigentlich der Gedenktag der heiligen Therese von Lisieux, der kleinen Therese. Am Sonntag kann man keine heiligen Feste feiern, der Sonntag geht vor. Der das am allerrechtesten wäre und die dazu nur kurz lächeln würde, wäre die Heilige selber. Ich zeige mal Ihnen, wie sie lächelt. Diesem wunderschönen Foto von ihr, mit dem einen Auge, was ein bisschen traurig und mit dem anderen, was so fröhlich und auch ein bisschen schalkhaft ist. Denn sie ist ja den kleinen Weg gegangen, den Weg des Sich-nicht-wichtig-Nehmens und an der eigenen Unzulänglichkeit nicht zu schwer tragens. Das ist eine große Gnade, wenn man diesen Weg findet. Sie ist ihre Kleinheit und Schwäche und Anfälligkeit auch und Gebrochenheit nicht losgeworden und hat erkannt, dass sie das auch nicht muss, sondern dass sie das Gott anvertrauen darf, weil er sich um sie kümmert und dass sie es Christus in den Schoß legen darf, weil er es für sie wandelt und so sie immer mehr in ein Bild von ihm, von Christus geworden ist. Und kein Wort aus der Heiligen Schrift könnte besser ihren Nagel auf den Kopf treffen und für sie stehen und ihr Geheimnis aufblättern, als es das Wort der zweiten Lesung vom heutigen Sonntag ist. Das ist der Philipperbrief-Hymnus, wo Paulus die Philipper ermutigt, ein Leben in der Gemeinschaft mit Christus Jesus zu führen, so wie Jesus gelebt hat und ihn nachzuahmen, damit sie das tun können, was er ihnen empfiehlt. Seid nicht aufgeblasen und stolz und haltet euch nicht für was Besonderes und grenzt euch nicht hart gegen andere ab, gegen Schwächere, sondern in Demut achte jeder den anderen jederzeit höher als sich selber. Dann wird das eine gute Gemeinschaft, sagt er, und dann werdet ihr in der Gemeinschaft, in der Beziehung zueinander auch ein Bild Christi werden, das auch euren Gegnern einleuchtet. Ja, das war genau das, was Therese gelebt und gezeigt hat. Wenn es also eine Ermahnung in Christus gibt, einen Zuspruch aus Liebe, eine Gemeinschaft des Geistes, ein Erbarmen und ein Mitgefühl, dann macht meine Freude vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander in Liebe verbunden, einmütig, einträchtig, dass ihr nichts aus Streitsucht und nichts aus Prahlerei tut, sondern in Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, ist das nicht wunderbar? Christus Jesus, der alles hatte, was überhaupt geht und was es gibt und der nichts davon festhielt, alles preisgab und sich auf das unmögliche Abenteuer der Menschwerdung einließ, nur um einer von uns zu werden und uns nahe zu sein und uns auch diesen kleinen Weg zu zeigen, den Therese dann für unsere Zeit ausgedeutet hat. Gehen wir also mit Friedfertigkeit und mit demütigem Stolz, mit Selbstbewusstsein, das dürfen wir auch haben, und mit einer großen Zuversicht, dass wir nie vergessen, nie links liegen gelassen werden, dass wir immer im Augenmerk des himmlischen Vaters sind. Dann können wir auch mal sagen, wie Therese, kurz bevor sie dann gestorben ist, Oh mon Dieu, vous avez dépassé mon attente. Du hast alle meine Erwartungen übertroffen. Gott segne und behüte sie alle und einen wunderschönen herbstlich-sonnigen Sonntag.